will Weile haben! I found my thrill. On Blueberry Hill. When I found you. Stehen zwei Schornsteinfeger auf dem Dach. Fragt der eine, soll ich dich runterschmeißen? Sagt der andere nein. Du Michi, ich hab da eine super Idee, was wir da machen könnten, so eine Sketchreihe. Okay. Ja? Das drehen wir dann in so einem praktischen Restaurant irgendwie, ja. Mhm. Und dann wir immer in allen Sätzen so die Buchstaben vertauschen, ja. Das könnte man zum Beispiel drin bei Kentucky schreit ficken dann, ja, so heißt es dann irgendwie. Und dann sagt er, ja, grüß Gott, darf ich Sie mal an die Bicke titten irgendwie? Und das ist voll lustig, oder? Das findet doch Laienakustik. Steht ein Mann verdient. Entschuldigung. Jetzt muss ich aber mit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Chantal, die habe ich dir, glaube ich, mal auf einem Foto gezeigt. Chantal, ich weiß nicht, ob du... Chantal, war das die eine in der Bar letztens in der Woche? Ja, genau, du hast ja auch gesehen, das war die eine mit den Riesen... Ja, ich habe sie angeschaut, sie hat mich angeschaut und dann ging's fast zur Sache. Du Michi, ich hab da eine super Idee, wir könnten noch Folgendes machen, und zwar machen wir einen Sketch auf einer Parkbank, da sitzen zwei so Typen, die müssen vielleicht unterschiedlich sein, also der eine vielleicht ein bisschen dicker und der andere irgendwie so lange Haare und so weiter. Dann sagt der eine mal, du, was hältst du denn davon, oder was darfst du sagen, wenn ich jetzt so und so was sagen würde? Dann sagt der andere mal, ja, wieso? Und dann sagt der andere wieder, ja, nur so. Du, würdest du dich eigentlich stören, wenn ich dir eine reinhau? Mir eine reinhauen? Wieso? Was hab ich getan? Ach, nur so. Und du glaubst, das ist lustig? Ja, vielleicht muss man auch zweimal sehen. Mir eine reinhauen. Wieso? Was hab ich getan? Ach, nur so. Ich weiß noch nicht, ob ich da so drüber lachen kann. Ja, vielleicht muss man auch dreimal sehen. Mir eine reinhauen. Wieso? Was hab ich getan? Ach, nur so. Ja, aber, und der Clou dabei bei dem Ganzen ist ja das, wenn man das Ganze rückwärts anschaut, die versteckte Botschaft da drin. Also? Ach, ich geh was los. Nein, ja, René. Gut. Das war mir jetzt irgendwie zu verdreht. Kann man das nochmal anschauen irgendwie? Also? Ach, ich geh was los. Nein, ja, René. Gut. Wenn zwei Eier nebeneinander stehen, ist das völlig normal. Aber ein Dutzend, das ist ein Schock. Take it easy.
Auf die Plätze. Fertig. Los. Und dann ging es gleich los, weißt du, mit den... Und da war... Oh, der Film voll geschaut. Ey, der Film war uninteressant. Wir haben nicht mal den Film angeschaut. Ich... Sie immer auf mein... Ich hab sie dann so rum... Zum Beispiel an ihren... Wieso bin eigentlich ich immer der, der die Fragen stellt? Halt's Maul. Ja, irgendwie ist das schon ganz nett, aber ich glaube, die Schauspieler, wenn die das drehen, die müssen wahrscheinlich ständig lachen. Genau. Jetzt geht's schon los. Was hat Ness für zwei Deppen werden, die das nicht immer das erste Mal hinkriegen? Ja. Du Michi? Ich hab noch eine super Idee. Okay. Was lachst denn da? Weil du gegrinst hast. Du schiebst es mir in die Schuhe, du bist echt hart. Jetzt ist aber Schluss. Du Michi, ich hab noch eine super Idee. Was hältst du davon, wenn man... Oh, tut mir leid. Weißt du, was sie mit mir gemacht hat? Sie hat mich... Sie hat mich doch tatsächlich auch noch... Auf die Plätze. Fertig. Los. Du? Findest du es eigentlich nicht langweilig, dass wir immer nur auf der Bank sitzen und uns kaum miteinander unterhalten? Nee, wieso? Ach. Sitzen zwei Joghurtbecher auf einer Mauer. Fliegt ein Toaster vorbei, sagt der eine Joghurtbecher zum anderen, Sachen gibt's. Ja, ich hab dir gesagt, bis der Arzt gekommen ist, aber der Arzt ist nachher verschwunden, weil der hat uns wirklich nicht auseinanderbekommen. Wir haben entbunden. War ein Splitt. Da steht ein Mann vor diesem Lift. Entschuldigung. Jetzt muss ich aber mit.